Zahnimplantat nach 15 Jahren. Ich habe schon einige Videos zu diesem Thema gemacht, also wie ein Zahnersatz nach einigen Jahren im Mund aussieht. Denn immer wieder sind Patienten verunsichert und sagen, ja, da investiere ich jetzt ein Geld und wird es dann erhalten? Generell niemand kann garantieren, wie lang etwas hält. Aber was wir in der Zahnmedizin sehr wohl beobachten, dass wenn der Patient gut pflegt, wenn er begriffen hat, wieso er zum Beispiel seine Füllungen hauptsächlich hier auf der Seite oder da oben hat und nicht da unten. Wenn er seine häusliche Pflege anpasst, wenn der Zahnarzt gut arbeitet, dann kann man heute einen Zahnersatz so gestalten, dass der Patient damit stirbt und das Zahnthema vergessen kann. Das Problem an unserem System ist, dass es ja darum nicht geht. Es geht darum, dass man immer wieder neue Märkte schafft. Das heißt, man gibt dem Patienten das Gefühl durch Streicheleinheiten, du ja, und durch mitleidige Blicke, wir sind um dich bemüht, aber die Taten sehen ganz anders aus. Die Taten schauen so aus, dass der Patient meistens mit kleinen Füllungen als jugendlicher Kind beginnt, dann kommt es zu Wurzelbehandlungen, weil die Füllungen immer größer werden. Dann kommt es zu Zahnextraktionen, kleine Brücke, Teilprothese. Wir bezeichnen diesen Werdegang als Zahnkarriere. Und im Alter kommt dann die Teil- oder Vollprothese. Das heißt, das sind die Taten. Sie sehen, in der Medizin geht es nicht darum, dass man Probleme löst, sondern dass man Märkte schafft. Das Gleiche findet man in der Lebensmittelindustrie, in der Politik. Und mit solchen Videos versuche ich aufzuzeigen, dass man das Problem lösen kann, wenn man will. Und da ist man jetzt auch schon bei, oder da sind wir jetzt schon auch bei seinem wichtigen Punkt, weil immer wieder fragen mich Menschen, naja, und wird es heute? Ich mache mir solche Sorgen, wenn dann was ist. Ich kann Ihnen jetzt nach 15 Jahren sagen, von meinen Beobachtungen her, umso mehr man sich Sorgen macht, umso mehr man aus etwas ein Drama macht, umso mehr man sich Streicheleinheiten holen will beim Arzt im Sinne Aufmerksamkeit, wenn man vielleicht im Privaten Probleme hat, umso eher ist die ganze Versorgung zum Scheitern verurteilt. Wenn man innerlich wirklich das Zahnleid beenden will und sein Verhalten ändert, zu dem Zahnarzt hingeht, nicht weil der einem sympathisch ist oder weil man dort im klimatisierten Raum sitzt, nein, sondern weil man einfach dorthin geht, weil man sagt, du, ich möchte dieses Problem, dieses Zahnthema jetzt beenden, dann ist das heute möglich. Und diese Videos sollen Ihnen ein bisschen Mut machen und auch aufzeigen, dass es möglich ist. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich jeden Implantate einreden will oder Zahnkronen. Ich sage immer wieder in den Videos, wenn du ein Problem hast, löse es oder mach kein Problem draus. Das heißt, wenn ich nicht die Kohle aufbringen kann oder will, na dann, man kann auch glücklich werden ohne Zähne. Die halbe Menschheit rennt herum ohne Zähne und die Menschen sind glücklich. Wenn Sie mal nach Monaco fahren, dort sind die Leute geschniegelt, gestriegelt, sitzen auf großen Booten und sind nicht glücklich. Das heißt, es braucht nicht Geld, es braucht nicht Schönheit, es braucht auch nicht materiellen Reichtum, um glücklich zu werden. Aber jeden, dem das wichtig ist, dass er sagt, du, ich möchte einfach mit meinen Zähnen sterben, ja, man kann es lösen. Unterhalb, wie gesagt, viele Videos zum Thema, zum Beispiel Zahnimplantate. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam einmal die Röntgenbilder an. Hier haben wir jetzt die Situation, oben das Bild vor 15 Jahren, unten das Bild jetzt vor einigen Tagen. Auch hier sieht man sofort, die Bilder sind ein bisschen unterschiedlich belichtet, wurden auch von zwei verschiedenen Röntgengeräten gemacht, aber gehen wir es einmal durch. Es geht ja um das Zahnimplantat. Wir haben hier also zwei Krönchen und eine Implantatkrone. Hier unten die gleiche Situation. Man sieht, dass zum Beispiel hier, da ist ein bisschen unterschnittig die Krone, also der Rand hätte hier ein bisschen besser gestaltet sein können. Aber trotzdem nach 15 Jahren bei der Krone oder bei den Kronen komplett stabile Verhältnisse. Auch hier beim Zahnimplantat, man sieht hier, die Verknöcherung geht über die Implantatschulter. Das hier ist die Implantatschulter. Und hier wirkt es ein bisschen, wie wenn es weiter oben wäre.
Hier in dem Bereich wirkt es, wie wenn es ein bisschen weiter tiefer wäre. Das kann sein aufgrund der Kopfhaltung, aufgrund der Einstellungen. Es kann sein, dass in der Tat der Knochen sich ganz wenig reduziert hat, denn natürlich ist der Mund einer 20-Jährigen nicht mehr so wie bei einer 35-Jährigen. Das heißt, einen dezenten Knochenabbau beobachtet man, wobei das sind im Bruchteile von Millimeter. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass dieses Bild hier sehr, sehr stark vergrößert ist und das Implantat, welches normalerweise im Mund 11 mm lang ist, ist hier einige Zentimeter lang. Das heißt, da gibt es natürlich Verzerrungen. Aber Sie sehen auch hier anhand dieses Röntgenbildes stabile Knochenverhältnisse. So ein Zahnersatz kann Jahrzehnte halten. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die meisten Menschen so um die 40 einen Zahnersatz brauchen, wenn man das gut macht und gute Materialien verwendet, im Sinne zum Beispiel beim Implantat, da kommt es eben auf diese Konusverbindung an, dann kann ein Zahnersatz ein Leben lang halten. Mehr zum Thema Konusverbindung und Implantatsysteme finden Sie unterhalb des Videos. Die Links sind angegeben. Bei Fragen jederzeit. Alles Liebe!